Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Forums. Wir haben es jetzt mal aufgehört und denken, wir sind jetzt in Sicherheit. Aber Mauli meinte gerade schon, dass er vielleicht einen Kannibal-Lauschen gehört hat. Stimmt das? Hallo. Hallo. Der Mauli. Der Maulz. Der Maulbärt. Der Siegbert Schnösel. Oh. Cool, so eine Assassin's Creed-Szene hier. Du musst runterspringen, Len. Nein, mach ich nicht. Und du auch nicht. Das ist viel zu viel Schaden. Das können wir uns nicht leisten. Wollen wir da weitergehen? Ja, lass mal weitergehen hier. Schnee, ne? Auf jeden Fall müssen wir uns langsam mal einen Ort bauen, wo wir mal speichern können. Das wäre ganz gut. Ich glaube, hier geht's nicht wirklich weiter, oder? Nee. Ich hab gedacht, hier wäre so eine Höhle drin. Das wäre cool gewesen. Aha, das wäre geil. So eine Bigfoot-Höhle. Wir müssen mal in so eine Höhle eigentlich gehen, finde ich. Ja, voll. Aber es ist halt gerade ein bisschen schlecht, wenn wir nicht so gut prepared sind. Vor allem, wenn wir nicht speichern können. Ja. So, lass mal da oben gucken. Und dann lass mal ein paar Bäume abbauen und hier einfach mal ein kleines Lager schon mal hinmachen. Mhm. Ich glaube, hier oben ist auch cool. Hier oben ist tatsächlich ganz cool. Auch hier ist wirklich schön. Ja, vor mir ist ein See. Ja, hier können wir erstmal ein kleines Lager hinmachen. Definitiv. Nice. Dann baue schon mal genau ab und ich mache hier schon mal ein kleines Dings hin. Mit einem schönen Meeresausblick. Mhm. Wunderschön. Das ist super. Das ist wirklich wunderschön. Wir brauchen 7 Holz. Ja, das kriegen wir schnell hin. Die Sache ist, shit, die können ja doch schwimmen, haben wir ja rausgefunden, ne? Ja. Also nicht ganz weit, aber so ein bisschen können die halt schwimmen, die Kannibalen. Das ist blöd. Die können ja. Also die können halt ins Wasser springen. Ach so, ja. Baumfeld. Baumfeld. Snacken. So. Alles klar. Ich brauche nochmal einen Stein. Danke dafür. Oh, was ist denn das für ein kurioses Haus? Das ist, nicht, ist ja nicht sehr viel, aber es ist das, was reicht, okay? Eine Kuriosität. Es ist aber, es reicht, es reicht. Ich wollte halt nur was bauen, was nicht direkt kaputt geht nach einmal pennen. So. Weil, was hättest du jetzt bauen können hier so? Aber lass mal, stimmt, lass mal einen Baum hier stehen. Der jetzt hier gerade neben steht, der große. Und vielleicht, wenn wir hier uns wirklich platzieren Len. Wollen. Guck mal, wie sauber ich bin. Eine saubere Sau. Hm? Oh, lass mal direkt speichern jetzt. Mhm. Weil wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Ungefähr seit 2 Folgen. Und das wäre blöd, wenn es jetzt verloren geht. Guck mal, lass mal den Baum hier stehen, bitte. Mhm. Weil da können wir vielleicht, wenn wir uns hier hin platzieren wollen, ein Baumhaus zu machen, dann haben wir so eine richtig geile View aufs Meer. Yes, yes. Das hört sich nämlich ganz cool an. Das wäre geil. Ach ja, ich habe gerade eigentlich den Ricky und Maeve Berg gesucht hier. Also ich hab das Let's Play mal bei Ricky Mania, also oder bei Maeve Explorers mit Ricky Mania gesehen. Und das hat mich übrigens dazu inspiriert, das mal wieder zu machen. Weil ich die Folgen gesehen habe und deswegen wollte ich das aufnehmen mal wieder. Also ich habe die damals schon geguckt, aber die wurden mir nochmal vorgeschlagen. Und zwar, der war hier irgendwo, war der Berg, aber ich glaube in deren Version, das ist halt aus 2017, glaube ich, das Let's Play oder 16, gab es noch keinen Schnee und deswegen, ich denke, das wird da irgendwo zwischen sein jetzt hier, aber es ist inzwischen Schnee dort. Also, ist es leider nicht mehr so, wie es mal war. Wie selbst hier Schnee liegt. Ja, ne? Mhm. Aber es wäre voll schlau, wenn man den Schnee einfach nimmt und auftaucht. Oder einfach nimmt und zu mir nach Hause schafft. Oder einfach, ja, das auch. Aber auch einfach eine Faust voll nimmt und einfach reinbeißt. Und dann so richtigen Zahn. Guss. Oh, was? Gehören wow, fast. Wow, wow, wow. Okay, auf jeden Fall können wir aus dem See trinken. Ich würde tatsächlich sagen, dass hier unser nächstes Lager hinkommt. Ja, richtig bitte. Ordentlich. Wird natürlich viel abzudecken sein, ne? Wollen wir aber uns ein Haus auf dem Wasser bauen? Oh, das wäre super. Ich glaube, das geht darauf. Na, wenn ich hier reinpicke, willst du nicht mehr raustrinken. Dann trinke ich erst recht raus. Oha, es passt ja genau, was? Ja, ne? Nice. Voll schön. Wo soll ich, welche Bäume auch ich mal fallen? Warte mal, wir müssen. Keine Ahnung, ich glaube, wir müssen 90 oder so. Aber ne, nimm mal. Ja, den kannst du ruhig nehmen, aber sonst lass immer welche aus dem Wald mehr nehmen. Mhm, okay, okay. Wir bauen Bäume ab. Und werden da von schlapp. Was? Wie eine Nudel im Topf. Ja, ja. Sehr wie so ein Rentner-Song, der könnte echt existieren. So. Ich baue mal kurz einen Schlitten. Mhm.
mach mal so viele Stöcke, die du mit hast, rein. Sind da noch ein paar welche? Ein paar welche? Wer kennt sie nicht? So. Oh. Warte mal. Kommst du da überhaupt rüber damit? Du musst, glaube ich, erst. Geh mal erst aufs Land. Jetzt kannst du sie reinmachen. Aha. Du musst sie erst mal was haben. Ey, das ist tricky, aber das kriegen wir schon hin. Oh, der eine liegt jetzt da unten, oder? Nein, no. Doch nicht. Den habe ich genommen. Hast du genommen? Ja. Achso. Können ja so einen kleinen Weg darüber bauen dann. Die werden nochmal schön nass gemacht, damit die so richtig schön morsch werden. Mm. So, 89 brauchen wir noch. Ey, das wird so viel, ne? Oh mein Gott, das wird richtig viel. Aber ich muss sagen, mir gefällt es hier mehr als bei dem alten. Ja, ne, mir auch. Also ich finde es ein bisschen idyllischer. Muss man einfach mal zugeben an dem Punkt. Hast du noch Stöcker? Ja. Bau die mal in den Schlitten da hinten rein dann. Mhm. Dann können wir ein paar mehr Stämme transportieren, definitiv. Und bau die immer mal in die Richtung ab, dann rollen die den Berg runter. Dann müssen wir nicht so viel schleppen. Okay. Glaube ich zumindest, dass es so sein sollte. Ich meine, physikalisch gesehen ist es richtig. Glaube ich. Aber physikalisch gesehen würde ein Baum, glaube ich, auch nicht so schnell gehackt sein. Obwohl, mit einer guten Axt und guten Muskeln. Also kannst du für das Wasser springen mit dem Baum, stimmt, das ist gut. Oh, das ist nice. So, guck, jetzt sehen wir mal, ob die runterrollen werden. Aber nicht viele Dinger mehr gehabt. Und? Nee. Naja. Was soll's denn eigentlich, ne? Ja. Bisschen mickrig, dass man nur 4 Baumstämme aus so einem Ding bekommt. Ja, ne? Man kann 2 tragen vor allem, aber das. Ja. Oh, meine Energie ist leer. So, noch 79. Oh je. Yeah. Oh je, Mine. Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein paar Folgen. Und ich sehe nichts. Okay, komm mal her. Ich glaube, wir können pennen. Mhm. Ja, wir können schlafen. Dann lass mal pennen. Dann sind wir auch wieder voll. Zumindest bin ich dann full live. Ach ja. Das ist doch schön. Dann machen wir uns ein Lagerfeuer in der Früh. Und das Lagerfeuer-Lied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-R-L-E-D-Lied. Und das sieht gehen noch viel Talent, ne? Das ist dann, was willst du hören? Ha? Okay. Ich hab's nicht ganz verstanden, was du da gesagt hast. So, wir machen jetzt erstmal ein Feuer hier. Zwar eins, was hält. Was ein Versprechen hält. Hast du noch Steine? Ah, warte, ich habe auch noch welche hier, glaube ich. Hast du noch Stöcke? Hab ich. Nee. Okay, schade. Ich glaube, uns mangelt es hier ein bisschen an Stöckern. Ja. Naja. Was soll's? Hast du mein Lagerfeuer gebaut? Ha? Hast du mein Lagerfeuer gebaut? Dein Lagerfeuer? Nein, ob du mal eins in echt gebaut hast. Ich habe im Ferienlager mal eins gebaut, ja. Oh. Hat nicht ganz so toll funktioniert, wie ich gedacht habe, aber es hat ein Feuer gemacht, aber nicht sehr lange. Also ich habe gedacht, das hält länger. Hat's nicht. Aber war trotzdem unterhaltsam. Wir hatten mal eins am Strand gemacht. Mhm. Und eigentlich durften wir das nicht. Brauchst du eigentlich so eine Anmeldung für, glaube ich. Ja, illegal. Tja. Das ist schon Jahre her. Ich weiß nicht, ob man da schon ein Dings hat, brauchte. Steht doch in der deutschen Bundeslagerfeuerverordnung. Lagerfeuerverordnung, ja. Stimmt, das reicht jetzt, wo du es sagst. Da gibt's denn ja. Ah ja. Ich kann direkt mal trinken. Wuppdidu, wuppdidu. Hoffentlich kriege ich irgendwo Trinken her. Nein. Oh, shit. Warte, wenn wir 90 Dinger machen müssen. Hm. Müssen wir den ganzen Wald abholzen. Ja. Ja, das ist richtig. 45 Dinger, brauchen wir voll viele Bäume. Ja, das ist auch richtig. Also werden wir schon sehr viel brauchen, ja. Aber das kriegen wir hin. Wir sind Bob der Baumeister. Wir müssen es ja auch nicht auf einmal fertig bekommen. Wenn wir jetzt uns entschließen, dass das hier unsere Base werden soll, dann können wir das ja so machen, dass wir hier einfach öfters mal zurückkehren. Ja. Genau. Vor allem hier sind ja Sachen auch in der Nähe. Hier sind 2 Höhlen, glaube ich, in der Nähe. Also wir haben halt ein bisschen was zu tun sonst auch noch nebenbei.
Ich habe auch mal einen Baum gefällt. Also ich habe versucht zumindest. Ich habe mal einen richtigen gefällt, tatsächlich. Ich habe es nicht geschafft mit einer Axt. Es war viel zu anstrengend. Ich hatte mal, das war aber so ein ganz kleiner Baum nur. Also. Wir hatten damals ja mal einen Garten. Und da hatte ich meine Axt mitgenommen. Dann habe ich den gefällt, weil der musste weg. Oh, du hast eine eigene Axt zu Hause? Ich? Ja. Ich hatte mal eine, ja. Oh, ich brenne. Ich hatte mal eine, ja. So eine kleine Axt. So. Alles klar. Stöcker hier noch rein. Okay, ich brauche noch ein paar Stöcker. Ich such kurz ein paar Stöcker, damit wir den Schlitten fertig bauen können. Den Schlitzke. Ein wunderschönes Haus. Ich würd reinziehen. Und du? Ja, safe. Wir haben es mit Blut und Schweiß zusammengebaut, könnte man sozusagen sagen. Na, ich trete mal kurz was. Ja, genau. Du kannst ja deinen Topf nehmen. Und dann ein bisschen was trinken. Kann der nicht so austrinken, der Typ? Ja, aber das ist halt Schaden. Du kriegst du davon halt. Der kann ja nicht mal so austrinken. Doch, du kannst, du musst dich auf die mittlere Insel stellen. Ah. Zumindest habe ich so gemacht vorhin. Aber Lendis ist nur so ein Mini-Zipfelchen an Schaden. Ja, das ist aber trotzdem, das ist verheerend, okay? Achso, okay. Das nimmt schon ein bisschen was. Das ist sowas wie Rauchen. Leute sagen, ja, das wird mir schon nicht doll schaden, wenn ich mal eine rauche, aber wenn, das ist wieder die Menge macht's, weißt du? Ja, ich habe noch nie geraucht. Ja, ich habe ja auch nicht. Ich meine nur als Beispiel, das ist so ähnlich. Ich weiß. Deswegen. Ich meine, bei GTA für den Aufschaden, wenn man raucht. Ja, das ist realistisch. Da wird das Leben doch schon mal drastisch verkürzt, wenn man wirklich viel raucht. So, ich finde gut, dass wir jetzt schon mal in zwei Folgen erwähnt haben, dass Rauchen scheiße ist, aber dazu stehe ich auch. Das sehe ich nicht ein. Dass ich das verharmlose. Genauso wie Alkohol. Alkohol wird auch voll verharmlost in Deutschland. Jetzt kommt so Audio und schreibt so einen Hate-Kommentar drunter. Ja, ich habe ja Deutschland gesagt. Okay. Nicht Ösiland. Nimm mir nicht meinen Glühwein weg. Nee, der Glühwein ist okay. Tauli hat ein nationales Recht, seinen Glühwein zu trinken. Er ist der Erfinder. Glühwein-Erlaubnis. Er ist der Empfinder, also darf er das. So. Nur ein paar Stämme nicht runterrollen. Ah, tun sie. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja ein Mess hier. Ach ja. Irgendwann werden wir damit fertig und dann klopfen wir uns auf die Schulter und dann sagen wir sowas wie: Das hat dein Großvater mal gebaut. Ich hoffe mal, die Kannibalen finden das Lager nicht so schnell. Ja, ich hoffe auch nicht. Bisher ist ja Gott sei Dank noch keiner da, aber ich sollte das nicht so laut sagen. Ich bin guter Dinge. Ich auch. Betet für uns in den Kommentaren, okay? Oh Gott, das war ein Wildschwein. Oh, ich habe auch kurz gedacht, ich habe so... Nein. Kurz Habanero-Test. Oh Gott. Macht das den Schlitten kaputt? Na, es fällt nicht rauf. Okay, gut. So. Kennst du noch Bernd das Monster? Okay, das brauche ich eigentlich nicht sagen, ob man den noch kennt. Was war nochmal seine ikonische Line? Wie ging die nochmal? Was hat er immer gesagt? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, er hat sowas gesagt wie: Puder mir doch die Bäckchen. Nein, Spaß. Nee, ich glaube, er hat... Oh, was hat er denn gesagt? Was er gesagt hat. Du kannst mir mal gedingen ein Plüschen. Oh nein, das war SpongeBob, ja. Ach so. was hat er denn gesagt? Shit, ich komme da nicht mehr. Wusste gar nicht, wenn man einen Baum fällt, dass dann so ein Gewittersound kommt, als wenn der irgendwo einschlägt. Hast du gerade gedacht, es gewittert wieder, oder? Nein, aber könnte aber so ein Sound, wenn so ein Gewitter einschlägt. Ach so. Vielleicht haben sie den genommen. Ich. So ein Wellblech. So. Guck mal, sind doch schon weit. Ja. Haus ist fast am Stehen. Oh Gott, ich bin ja Dings hier, Hunger. Ja, dann ess was. Ja, ich bin ja dabei. Hier sind voll viele Rehe und so. Wir sind hier gerade voll das im Disney-Prinzessinnenreich und müssen es leider sehr zerstören gerade. Ja. Aber Essen ist halt gerade wichtig, ne? Muss man halt auch sehen. So, die drei Bäume hier können wir auch abbauen noch. So, dann müsste ich mal ein Bambi angeln. Ein Bambi angeln?
habe ja noch Essen dabei, oder nicht? Mit einer Angel. Oh. Ich wünsche, man könnte eine Angel bauen in The Forest. Ich glaube, es geht aber nicht. Ja. Meine ich zumindest. Das Bambi wäre fast vom Baum erschlagen worden. Noch. Weißt du, wenn ich mal vom Baum erschlagen werde, dann sterbe ich direkt, aber... Hattest du schon vorher hingemacht? Nee, ne? Doch. Klar. Oh, wie süß, guck mal. Hier ist eins. Ja, ja, du bist wieder eine Disney-Prinzessin. Ja, ja. Hier, nix darauf. Ah. Nice, das wird unser permanentes Feuer sein, wenn du nicht wieder raufstiegst. Das ist nicht so laut. Ja, passiert gleich. 44, wir sind fast bei der Hälfte jetzt. Nice. Ja, das geht doch voll schnell. Ich darf ja wohl bitten. Das ist wirklich ein schöner Ort hier. Ich würde sagen, das kann man schon fast Paradies trumpfen, wenn hier noch ein McDonald's wäre. Ein kostenloser McDonald's, wo du alles nutzen darfst. Denkst du, sowas gibt es irgendwo auf der Welt? Ich glaube schon. Wo so irgendein Bürger in der Schuld steht und wie in der einen Family Guy-Folge, wo der, wo Peter den Ladenbesitzer von dem einen Burgerladen gerettet hat aus dem Feuer. Und dann durfte er lebenslänglich dort essen, für kostenlos, bis er die Diabetes hatte. Gibt's nicht irgendwie alles so auf der Welt? Gefühlt schon, ja. Es gibt safe auch jemanden, der Brot sexy findet. Oh. Aber da muss ich sagen, ja, verstehe ich. Das ist wahrscheinlich nicht der schlimmste Fetisch auf dieser Welt. So, Fetischgespräch weg. Wir bauen das Haus weiter. Oh, ja. 49, 40 Stück noch. Hey, guck, das geht doch richtig schnell. Das geht doch richtig schnell. Aber weißt du, was auch schnell geht, Mauli? Ja, die Folge. Die Folge vorbei, genau. Und ich würde sagen, lass eine Bewertung. Wir haben noch einen wunderschönen tropischen Tag. Und ich denke mal, das Haus kriegen wir in der nächsten Folge fertig. Bye.